Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Weyer. Einmal die Hand geben. Vielen Dank für diese Zusage. Ja, wir werden Sie beim Wort nehmen, definitiv. Allerdings, eine Klitzekleinigkeit muss ich widersprechen. Wir werden nicht harren bis zum 8.6. Das werden wir nicht tun, sondern wir werden bis zum 8.6. noch versuchen, so aufmerksamkeitsstark wie möglich zu sein, auf der sachlichen Ebene, aber auch auf der emotionalen Ebene. Ich habe das eben schon bei uns gesagt. Wir planen im Moment den 27. Mai als Aktionstag aller Beteiligten, die mit der Trasse 7 zu tun haben. Ob wir das hinkriegen, werden wir alle sehen, aber vielleicht schon mal für den Hinterkopf, sich den 27. vielleicht nichts vorzunehmen oder nur vormittags oder wie auch immer. Was ich noch sagen möchte, ganz klar, unser Bürgermeister ist auch noch da, Herr Wolfram Zimmer, und hat eben auch zugesagt, dass er unterstützen wird. Auch da gehen mit Sicherheit, werden die Drähte die nächsten Wochen glühen. Aber ich wollte das auf jeden Fall nochmal erwähnen, also dass unsere Gemeinde eben, aber das kennen wir ja auch schon aus dem vergangenen Jahr, da sehr weit mit vorne ist. Und meine Bitte hier nochmal ist für alle, die in Bad Sohnsheim-Münster wohnen, die in Steinau wohnen, die irgendwo wohnen, wo die Trasse 7 vorbeilaufen könnte. Engagiert euch, bringt eure politischen Würdenträger dazu, sich mit uns zu verbinden, zumindest zu kommunizieren, dass man für alle Beteiligten am Schluss die beste Lösung dabei herauskriegt. Vielen, vielen Dank. So, jetzt haben wir es 15.26 Uhr. Von meiner Seite, wenn es nicht noch offizielle Verlautbarungen gibt, haben wir genug Bilder, die wir veröffentlichen können. Dann bedanke ich mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich. Wir haben die anderthalb Stunden eingehalten. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus Wächtersbach, dass sie auf uns gewartet haben. Wir haben ein bisschen länger gesprochen. Wir haben viel zu sagen gehabt und wünsche noch allen Beteiligten einen wunderschönen Sonntag. Und wir bitte bleiben Sie uns nicht nur gewogen, sondern auch wachsam. Und wenn wir das nächste Mal was planen, kommen Sie bitte alle wieder. Ganz herzlichen Dank.